Jetzt kommen wir zur Sache und ich darf Ihnen sagen, ich habe mich wirklich gefreut, dass Sie diese Geduld hatten, sich 2,5 Milliarden Jahre auf diesen Moment, in dem Sie in diesem Hörsaal sitzen konnten, vorzubereiten. So lange hat es gedauert, bis Sie so weit waren, dass das ging. Wir haben alle eine etwas falsche Vorstellung von Zeit bekommen, weil wir denken, dass alles relativ schnell lösbar ist, dass Entwicklung schnell korrigierbar ist. Und wir blicken in die Zukunft und glauben, dass wir künftig Dinge schon wissen, bevor wir sie überhaupt geäußert haben. Wir haben dabei vergessen, wie lange wir gebraucht haben, so zu sein, wie wir sind, wie wir hier sitzen. Und ich möchte zunächst mal auf das hinweisen. Wir sind alle entwickelt an der Umwelt. Es ist nicht, oder es wäre nicht so geworden, wenn die Umwelt nicht so gewesen wäre, wie sie in dem Moment war. Das heißt, wir haben ein paar hundert Millionen Jahre ohne Sauerstoff das Ganze bewältigen müssen, im Wasser, anaerob. Wir haben dann im Anschluss mit 4% Sauerstoff wieder über ein paar hundert Millionen Jahre auskommen müssen, bis wir dann anfingen, 19% Sauerstoff zu tolerieren. Immer mussten wir uns anpassen, immer mussten wir Fehlwege gehen. Und irgendwann waren dann Zellen da, die entwicklungsfähig waren, aber alle kämpften auch um diesen Platz in dieser Welt. Und so mussten wir anfangen, uns zu verteidigen, um uns zu behaupten. Und diese Situation habe ich hier jetzt einmal aufgegriffen. Und es gab eben beide Trends und beide Trends waren wichtig, den Trend, sich zu verteidigen und den Trend zu tolerieren. Wer traf die Entscheidung? Die entscheidende Struktur, die das Verteidigen organisierte, war die Mitochondrie. Das machte Sinn, denn die Mitochondrie produzierte freie Sauerstoffradikale während der Energieproduktion und sie entschloss sich natürlich, diesen Überschuss an scheinbarem Abfall sinnvoll einzusetzen. Und diese freien Sauerstoffradikale wurden damals gegen die Gegner eingesetzt. Das heißt, der dadurch auslösbare oxidative Stress war eine wunderbare Verteidigungswaffe. Es war eigentlich unsere erste Verteidigungswaffe, die nicht immunologisch war. Anders als in der heutigen Welt, wo man einfach überschüssige Dinge in die Welt gießt, wie Monsanto in Texas, wo es die ganzen Dioxine auf die Feldwege geschüttet hat, musste ein Organismus immer sehen, wie verwende ich auch den Abfall weiter. Das Recyceln, das Weiterverwenden war ein wesentliches Ziel in der ganzen Entwicklungsgeschichte, die wir so hinter uns haben. Was war aber mit der Mitochondrie das Problem? Sie war ein Revolverheld. Sie schoss einfach um sich mit den freien Sauerstoffradikalen. Da konnte es natürlich leicht passieren, dass man auch einen Freund traf. Also entschloss sich die Mitochondrie, ich brauche ein Zielfernrohr. Das heißt, wie gucke ich die raus, die ich nicht brauchen kann und der ich mich erwehren will und wie schütze ich die, mit denen ich in Koexistenz sein will. Dadurch, in dieser Folge, wurde das angeborene Immunsystem über die Mitochondrien organisiert. Das ist uns nicht bekannt. Wir denken, das Immunsystem hat einen eigenen Entwicklungsgang. Das ist nicht richtig. Die Mitochondrie war derjenige, der das ausgelöst hatte. Das war dann nicht spezifisch genug. Wir kannten zwar ein paar gute, aber wir mussten auch lernen, wer hat sich verändert zum Bösen. Und dann entwickelte sich in der weiteren Folge daraus dann das adaptive Immunsystem. Wichtig war allerdings auch zu erkennen, wer gehört denn zu uns, mit wem leben wir besser in Koexistenz. Und für die Entwicklung dieses Systems war das Mikrobiom ganz entscheidend.